Ja, hallo und herzlich willkommen bei Ubi Tested. Ich habe für euch heute einen schönen Kleinwagen mitgebracht und zwar in der trendigen SUV-Optik entsprechend, wie im Moment natürlich die Stimmungslage bei den Käufern so ist. Und zwar den neuen Ford Ka Plus Active und der hält sogar noch eine Besonderheit parat, aber die verrate ich jetzt noch nicht. Viel Spaß! Ja, dann schauen wir uns den Ford Ka Plus als Active einmal genauer an. Schon als erstes fällt auf die schöne Plastikbeplankung mit dem silbernen Unterfahrschutz, den wir hier haben. Wenn wir dann das Seitenprofil anschauen, fällt uns natürlich diese Beplankung für Plastikapplikationen noch deutlicher auf. Das ist ganz klar. Wir haben hier besonders zu sehen, sehr schön jetzt hier im Profil, wie diese Plastikapplikationen hier den Radhaus einfach optisch vergrößern. Wir haben jetzt natürlich hier nur Radzierblenden auf den Winterreifen drauf. Dennoch finde ich, macht er so auch mit dieser hellen Lackierung zum Kontrast zu den Plastikapplikationen einen deutlich interessanteren Eindruck, als er ohne dieses ganze Schnickschnack machen würde. Und wenn wir uns von hinten anschauen, da sehen wir dann auch schon, dass hier wieder die ganzen Applikationen schöner ausgearbeitet sind. Auch wieder der silberne Unterfahrschutz hier unten. Also das macht für meine Begriffe schon mal für so einen Kleinwagen deutlich mehr her. Und es steht dem kleinen Ka Plus mit seinen 3,93 Meter Außenlänge auch durchaus passabel, finde ich. Ja. Hinter der kleinen Heckklappe verbirgt sich ein Kofferraum mit 270 Liter Stauraumvolumen. Wir haben eine relativ hohe Ladekante. Es geht auch hier wand tief nach unten. Also ich sage jetzt mal ungefähr so ein Stück. Das ist schon ordentlich was. Ich habe leider mein Maßband aktuell nicht dabei. Wir haben hier so eine Allwettermatte, die zum Active gehört. Sehr, sehr schön. Die Rückenlehnen sind im Verhältnis 2/3 zu 1/3 umlegbar. Wenn wir das Ganze dann hier von hier aus machen, das können wir machen. Knopf drücken und dann bisschen Schwung, dann fällt es. Dann sehen wir aber auch schon, dass wir hier eine kleine Ebene haben. Das heißt, das ist kein ebener Ladeboden, wenn wir umlegen. Das heißt, die ganzen Sachen müssen ein bisschen steil stehen, bis wir nach vorne durchladen können. Aber dann ergibt sich ein Standardvolumen von 860 Litern knapp. Das ist ordentlich und da kriegt man auch wirklich was rein. Also eine Kiste Bier passt locker rein. Wenn wir die hinstellen, dann würde ich mal sagen, haben wir immer noch Platz hier für mindestens das Zeugs, für das Warndreieck, Verbandskasten, wenn der Kasten da steht. Der geht auch ohne Probleme hier hoch. Das ist nicht das Thema. Also ich würde mal sagen, hier zwei Bierkästen nebeneinander ist auch kein Problem. Und dann können wir noch ein paar Einkaufstüten da reinstellen. Mehr will man eigentlich auch nicht mit dem machen. Ja, man könnte meinen, wer hinten sitzt im Ford Ka Plus, hat irgendeine Wette verloren oder hat es nicht anders verdient. Aber ganz dem so ist es natürlich nicht. Denn verhältnismäßig hat der Wagen wirklich viel Platz für seine Abmessungen. Interessant zum Beispiel, ich habe den Sitz auf meine Größe von 1,78 eingestellt. Meine Knie passen gut hinter, sie sind aber auch deswegen nur gut untergebracht, weil der Sitz sehr weit nach innen ausgeformt ist. Wir haben Sitztaschen hier drinnen. Und wir haben keine Mittelarmlehne, es sollen drei Sitze sein. Wenn jemand drin sitzt mit meiner Breite und dann auch nochmal auf der anderen Seite, dann bestimmt nicht. Die Kopfstützen lassen sich wirklich weit rausziehen, das passt. Wir haben hier auch eine kleine Armauflage drinnen, das ist sehr schön, mit elektrischen Fensterhebern hier im Fond. Kopffreiheit, da gibt es gar nichts zu bemängeln, das Dach ist weit genug entfernt. Wir haben hier einen Mitteltunnel, naja gut, wer in der Mitte sitzt, der muss die Beine dann nach rechts und links spreizen. Ansonsten haben wir auch Isofix-Stationen, also Isofix-Haken, die sind sehr gut zugänglich, liegen frei. Da kommen wir also im Kindersitz auch ohne Probleme rein. Reboarder-Sitze, eher nur hinten einen, vorne kein Isofix. Also wenn, dann gehören die Sitze nach hinten. So, ich habe ihn mal nach vorne gesetzt und hier vorne sitzt es sich äußerst bequem. Das Gestühl ist sehr, sehr gut, wirklich straff gepolstert, bietet sogar ordentlichen Seitenhalt, hätte ich jetzt nicht gedacht am Anfang. Ein Lenkrad ist natürlich auch verstellbar
Und zwar nur in der Höhe, nicht in der Länge. Also ist ein bisschen schade, aber wir finden hier wirklich eine ganz gute Position, dank des guten Verstellbereichs hier vom Sitz. Der Sitz ist höhenverstellbar, lässt sich natürlich auch in der Länge verschieben. Und die Lehne lässt sich auch schön in der Neigung verstellen. Auch die Kopfstütze geht genügend weit hinaus. Kopffreiheit mehr als genügend, da fehlt sich nichts. Ja, bequem würde ich sagen. Und dann schauen wir uns doch nochmal ein bisschen den Innenraum an. Ja, wir kommen hier im Innenraum von unserem Ford K Plus Active. Und wenn wir uns das Ganze einmal genauer und langsam betrachten, ja, dann fällt uns hier keine besondere Auffälligkeit auf, denn der Wagen ist wirklich grundsolide. Wir haben natürlich hier alle Materialien, die eigentlich aus Hartplastik bestehen, sind aber sauber zusammengesteckt, fühlen sich auch gut an, lassen sich somit auch wunderbar reinigen. Auch hier dieses Graphit finde ich sehr, sehr schön, da es zwar immer noch staubanfällig ist, aber nicht so kratzempfindlich wie dieses Schwarz-Hochglanz, was man derzeit überall findet. Wir haben ein schönes Dreispeichen-Lenkrad, was wir so kennen aus dem alten Fiesta. Das ist sehr, sehr schön aufgebaut. Wir haben hier tatsächlich Telefonbedienung und Audiobedienung, Lautstärke. Dann haben wir hier den Tempomaten, der beim Active-Modell übrigens serienmäßig ist. Auch beim Active serienmäßig sind hier Kontrastnähte, die wir hier haben. Die sind hier so in Kupferfarben ausgeführt. Das ist sehr, sehr schön. Das Kunstleder passt, ist auch ganz gut. Das Lenkrad ist hier leider nicht beheizbar. Das würde ich mir durchaus noch wünschen. Die Spiegelverstellung hier oben, naja gut, da muss man schon ein bisschen hinreichen, aber nichtsdestotrotz, da kommt man durchaus gut hin. Die Außenspiegel sind mir persönlich ein bisschen zu klein vom Blickfeld, dennoch sieht man alles wirklich Wesentliche. Die Bedienung hier von diesem optionalen 6 Zoll Sync-Bildschirms, ja, das kennt man, also wirklich hier Direktwahltasten, Koppelung mit Android Auto oder Apple CarPlay. Das ist schwer zu empfehlen auf alle Fälle und man sollte auch dieses größere Display nehmen, anstatt so ein Dock-In-System, was Ford anbietet. Das ist einfach die schönere, elegantere Lösung und einfach wirklich auch besser. Man kann es sogar mit WLAN verbinden, kann sich dann noch ein paar zusätzliche Add-ons damit hineinholen. Ich würde auf alle Fälle dieses Sync 3 System mitbestellen, zumal der Obolus relativ gering ist. Ich glaube, zwischen 400 und 600 Euro liegt der Aufpreis. Dann ansonsten haben wir hier noch eine Klimaautomatik, die hier optional eingebaut werden kann. Die Sitzheizung ist zweistufig. Ist auch schon mal was wert. Gibt auch Kleinstwagen, die tatsächlich nur eine Sitzheizung mit einer Stufe. Das heißt, hier haben wir schon mal entweder warm oder lauwarm. Das ist schon mal schön. Sehr gut. Was mir auch gefällt und Ford bietet es eigentlich in jedem Modell an, ist eine beheizte Windschutzscheibe mit Heizdrähten. Auch hier definitiv eine Kaufempfehlung. Kostet nicht viel und ist für meine Begriffe sozusagen die Standheizung für Arme oder Kostenbewusste. Ich würde es wahrscheinlich wirklich so machen, bevor ich mir eine Standheizung hole, denn damit taue ich einfach wirklich relativ schnell das Ganze ab. Handschuhfach haben wir hier, groß genug, da passt eine gute Bordmappe rein und alles andere auch. Zum Beispiel auch hier unsere Beschreibung, da können wir jetzt mal kurz drauf eingehen. Was kostet der Wagen? Los geht's natürlich ab 9.990 Euro, damit bekommt man die Basisvariante Trend und ein 70 PS 1,2 Liter Saugmotor. Wenn wir dann aber dann tatsächlich schon ein bisschen mehr Ausstattung haben wollen, wie eine Klimaanlage etwa, dann sollte man auf alle, oder muss man schon fast auf die nächsthöhere Ausstattungsvariante Cool und Connect greifen. Und da stehen wir dann bei 11.990 Euro für den 80 PS Motor. Hier kostet unser Active, der kostet 15.490 Euro. Und da ist die Besonderheit, denn wir haben hier unter der Haube einen 1,5 Liter EcoBlue Dieselmotor. Ja, ein Dieselmotor im Kleinwagen. Eine Rarität. Alle haben sie rausgeschmissen, Ford nimmt sie rein. Ob das eine gute Entscheidung ist, werden wir gleich sehen. Ansonsten, was haben wir denn hier noch drin? Easy Driver Paket 400 Euro, Technologie Paket 400 Euro, Cool und Sound Paket 2 mit DAB Tuner. Gute Geschichte auf alle Fälle. Lackierung Weiß, Gold, Metallic 565 Euro, sodass wir auf einen Gesamtpreis von 17.655 Euro kommen. Stolze Summe, aber
Hat natürlich auch alles seine Richtigkeit hier. Wir haben auch eine schöne Mittelarmlehne hier. Wir haben da unten die Start-Stop-Funktion, die wir deaktivieren können, oder die Traktionskontrolle. Zudem haben wir hier zwei USB-Anschlüsse. Sehr, sehr schön, plus 12 Volt. Das heißt, man könnte sich da noch mehr reinholen. Und was ich auch sehr schön finde, ist der Schlüssel. Denn der Schlüssel ist derselbe, den wir hier so zum Beispiel bei einem Ford Mondeo haben. Und wer sich genauer den Schlüssel anschaut, der wird sogar feststellen, dass der eine ziemlich hohe Ähnlichkeit mit dem BMW-Schlüssel hat. Wohl der gleiche Zulieferer. Ja, aber Zulieferer hin und her. Wir liefern jetzt einfach aus, und zwar, wir fahren los. Ja, jetzt unterwegs mit dem neuen Ford K Plus Active. Und als Besonderheit, bis dato gab es den K Plus ja als reinen Benziner, und Ford geht im Moment tatsächlich einen für den ein oder anderen aktuell mutigen Weg, denn den K Plus bietet Ford nun als Dieselvariante an mit einem 1,5 Liter EcoBlue Diesel. Naja, muss man sagen, sehr, sehr mutig, denn im Zeitalter der Abkehr von Diesel hin zu lediglich Benzinern oder aber elektrifizierten Fahrzeugen und dann auch noch in einem Kleinwagen, wo so oder so der Dieselsegment so oder so recht gering ist. Mutig, mutig, würde man sagen. Ja, aber ganz einfach, Ford hatte das Fahrzeug schlicht und ergreifend oder den Antrieb einfach für den K vorgesehen und bringt ihn jetzt einfach, obwohl er natürlich wohl keine Verkaufsrekorde mehr bringen würde. Nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, er passt sehr, sehr gut zum K. Vor allem auch mit der Active-Variante, die so ein bisschen diesen Outdoor-Look rüberbringt. Ja, da ist dann der Diesel vielleicht kein so schlechter Partner. Denn wir haben erstens 95 PS statt 70 oder 80 bei den beiden Benzinern. 215 Newtonmeter Drehmoment gegenüber 115 bei den Benzinern. Da merkt man schon alleine, dass da auf alle Fälle was unter der Haube hängt, was dem kleinen Wagen hier auf alle Fälle mächtig auf die Sprünge hilft. 11,9 Sekunden auf 100 und 179 Stundenkilometer Topspeed. Angegeben ist der Wagen mit 4,1 Liter im Drittelmix. Ja, das ist jetzt sicherlich auch kein Weltrekord, aber auch ganz ordentlich, muss man sagen. Denn der Wagen ist hier lediglich an ein 5-Gang-Handschaltgetriebe gekoppelt. Und natürlich ist die Spreizung jetzt vielleicht nicht so perfekt, wie sie mit 6 Gängen gehen würde. Aber man muss sagen, mir gefällt das Ganze hier sehr, sehr gut. Die Schaltung lässt sich präzise und direkt durch ihre Wege führen. Und die Übergänge passen auch einwandfrei. Der Motor zieht ordentlich durch, braucht natürlich ein bisschen Drehzahl. Ansonsten fällt er in ein kleines Turbolöchlein. Aber dennoch ist er da unten trotz Turbolöchlein auf alle Fälle kräftiger als seine Benzinerbrüder, allein schon wegen dem Hubraum. Ja, er nagelt vernehmlich, das auf alle Fälle. Man hört ihn konstant. Sobald er aber betriebswarm ist, dann hält sich der Motor und im höheren Geschwindigkeitsbereich dann dezent zurück. Das heißt also, auch hier ist dann wieder Frieden und alle Meckerhanse können aufatmen. Der Diesel macht seine Sache hier sehr, sehr gut. Seine Sache auch fahrwerkstechnisch richtig gut. Schön ausgewogen, schön komfortabel, trotz des höher gelegten und etwas strafferen, naja, Active-Fahrwerts macht er wirklich eine sehr, sehr gute Figur. Unebenheiten werden schön weggefiltert. Man sitzt zwar offiziell knapp 3 cm höher, würde ich aber sagen, ist jetzt kein Kaufargument für mich. Ich finde eher, diese Plastikapplikationen geben dem Wagen hier nochmal einfach noch einen interessanteren Tick. Und vor allem, wenn man da noch ein bisschen mit den Farbkonzepten ein bisschen spielt, dann gibt es sehr, sehr schöne Kontraste. Beim Fahren hier macht der K Plus einfach wirklich Spaß. Er ist wendig, er ist richtig direkt vom Fahrverhalten. Für einen Kleinwagen eine direkte Lenkung mit tollem Feedback. Also das findet man so in solchen Kleinstwagen wie etwa dem VW Up oder dem Peugeot 108 nicht. Sondern hier hat Ford das Ganze wirklich deutlich schöner abgestimmt und bietet hier einfach schlicht viel Rückmeldung für den Fahrer, der sich hier auch pudelwohl fühlt in den Sitzen. Das macht alles auch einen guten Halt. Die sind ordentlich straff gefedert. Auch das passt wunderbar hier mit dem Active und mit dem K Plus.
Ja, das war sie auch schon, die kurze Ausfahrt mit dem neuen Ford K Plus Active 1.5D. Mir hat sie echt gut gefallen und vor allem, ich finde das Dieselkonzept im Kleinstwagen immer noch sehr, sehr gut. Denn die kleinen Dieselmotoren bieten genügend Kraft- und Leistungsreserven, sodass auch Fahranfänger durchaus noch so ein bisschen Spielraum haben beim Überholvorgang oder aber genügend Kraft, wenn es mal ein bisschen bergiger wird. Auch auf der Autobahn muss man da nicht bei jeder großen Steigung gleich Angst kriegen, dass man hier 2-3 Gänge zurückschalten muss oder aber tatsächlich vom 40-Tonner überholt wird. Also an sich da immer noch ein sehr, sehr gutes Konzept und nach Euro 6 Norm ist er ja auch zertifiziert. Also von dem her, why not? Ja, why not ist immer so eine Geschichte. Ich persönlich finde natürlich, der Ford Fiesta ist einfach nochmal viel erwachsener, ist einfach nochmal viel fortschrittlicher. Hier haben wir einfach ein sehr, sehr einfaches Budgetfahrzeug, das muss man mal ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz findet es sicherlich auch seine Liebschaften und ich bin mir auch sicher der Überzeugung, gerade als diese Active-Variante hier macht der Wagen oder findet der Wagen vor allem sehr, sehr viele Interessenten und auch Käufer. Und das hoffe ich auch für Ford, denn mit dem Kleinstwagen trauen sie sich dann doch noch mal was und in meinen Augen nicht zu Unrecht. Was denkt ihr zum Ford K Plus oder was denkt ihr vor allem zum Thema Diesel im Klein- oder Kleinstwagen? Schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare und lasst uns ein bisschen diskutieren. Ich würde mich darüber freuen. Tue ich mich natürlich auch über den Daumen nach oben und wenn euch das Ganze gefällt, natürlich auch über ein Abo. Ansonsten sage ich Tschüss und Servus hier aus dem Raume Fürstenfeldbruck. Bis nach Hause. Ciao.